Auszug der ja ach so bösen AfD, Abschaffung der GEZ und Verbot von Gendersprache, Verankerung der deutschen Sprache im Grundgesetz, Aufarbeitung der Verbrechen der geplanten Pandemie, Abschiebung von Mördern und Vergewaltigern mit Migrationshintergrund, Richter und Verfassungsbehörden ohne Parteibuch, Ende der CO2-Abgabe, Ende der EEG-Umlage, Rückabwicklung des Verbrennerverbots, Senkung der Steuern und Abgaben der Bürger. Kernkraft in Deutschland statt teurem Kernkraftstrom aus Frankreich, Einkauf von billigem Gas und Öl zur Senkung der Heiz- und Benzinpreise, kein Baum, wird mehr einem Windrad weichen, Schutz der Grenzen vor Wirtschaftsflüchtlingen. Eine geordnete Umgestaltung der EU mit souveränen Staaten, Volksentscheide, Rückabwicklung aller Verbotsgesetze, die Menschen verarmen, Diplomatie statt Waffen, eine berufliche und fachliche Eignung von Bundestagsabgeordneten. Wiederherstellung des Artikel 5 des Grundgesetzes, Verbote von Zensur und Faktenchecker, Rentenalter senken, zuerst das deutsche Volk, bevor deren Gelder in aller Welt verschenkt werden. Und weitere unzählige rechtspopulistische Maßnahmen für das eigene Volk.